Wenn es weiter nicht ist, ich möchte was trinken. Ein Krug Bier kostet 4 Dollar. Kommen wir ins Geschäft? Jo. War schön, mit euch zu reden, Granny. Lass ich hier mal wieder blicken. So, nochmal hallo, liebe Leute. Wie geht's? Wie steht's? Habt ihr mir mein Bier mitgebracht? Na klar, hier, nimm einen Schluck. Alles klar, ihr seid so gut zu mir. Oh, Verzeihung. Das hat gut getan. Nun zum Geschäft. Ihr müsst dem Händler gegenüber das Losungswort nennen. Dann lässt er euch an seine Waffen. Und das Losungswort wäre... Speckschwarte. Speckschwarte? Ja genau, ihr braucht mich nicht so anzusehen. Ich hab's mir nicht ausgedacht. Ist schon in Ordnung, Fulgor. Vielen Dank nochmal und macht's gut. Tschüss. Na siehst du, da haben wir doch was Feines. La 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 la. Ich wusste doch, da war noch irgendwas. Schön, wir sind im Kanto helfen, wir benötigen Waffen. Waffen, tut mir leid, Herrschaften, aber der Verkauf von Waffen ist vom Herzog untersagt worden. So, so, dem Herzog ist wohl klar, dass man mit Waffen keine Speckschwarte verdienen kann. Wenn der Herzog sich da mal nicht geirrt hat, kommt einfach um die Theke rum und klettert die Leiter hinab. Mein Sohn kümmert sich dann um alles weitere. Alles klar. Aber lalalala. Nö, schade. Ach hier. Du bist der Sohn des Ladensbesitzers? Hast du ein Problem damit? Ich sehe meinen Vater sogar recht ähnlich, wenn ich mich wie er kleiden würde. Na dann, bringen wir es hinter uns. Langschwert, Bastardschwert haben wir eben. Schwerer Dolch, Hirschfänger, Kriegsstab. Na komm, Kriegsstab, meine Liebe. Aber noch ein bisschen Verteidigungsrotz möchte ich vorher kaufen. Das ist so ein Mithril-Kettenhemd. Helm, Eisenhelm. Ah, das ist alles so teuer. Verdammt. So, guter Kauf, ich weiß. Kampfstab hier. Einmal frei. Und Mithril Kettenhemd und da haben wir Eisenhelm. Und jetzt können wir ein bisschen was verkaufen. Und zwar Langschwerter und Lederhelm und Tuchrüstung. Und nicht. Kampfstab. Ach nee, ich wollte noch kaufen. Ja, gucken, ob wir uns noch was holen können. Leichterschild, Mithrilschild, Tuchrüstung, Ritterrüstung. Ja, wenn der eine Mithrilkettenhemd kann, dann brauchen wir ja keine Ritterrüstung kaufen. Beiwasser. Kann man vielleicht noch brauchen. Oder mal probieren. Guten Kauf, haben wir gemacht. Ich weiß. So, gehen wir nochmal runter hier. Wiedergänger haben ja ein bisschen Kohle. Das ist ja vom Feinsten. So, hier hat man 2, 10, 6, 4, 12, 8. Oh, hier, guten Tag. Eulen des Elends. Spielt mit dem Boom. Oh, das macht auch nicht Schaden jetzt. Angriff, Parade, Parade, Parade. Au. Füß Block ab. Hatte ich den schon mal, ja. Stopp, so, Mensch, hat hier viel aus. Aua, du musst mir wie. Oh mein Gott. Oh, magische Parade. Magische Parade. Apropos Parade. Angriff. Und tschüss. Ach Mann. Eismagie-Verteidigung hat er erhöht von daher. Lassen wir das jetzt mit Dankwort. Weil der ja nur Eismagie kann. Muss nochmal hier gucken. 2, 10, 6, 4, 12, 8. Ich glaube, ich weiß nämlich, was das war. Hat was mit einer Uhr zu tun, nur so viel sei ich schon mal verraten. Ein kleiner. Oh, wie süß, so ein ganz kleiner. Oh, verbrenne. Oh, wie süß, stirb. Stirb. Unhold. Du Unhold. Stirb. Danke.
Vögel. So, hier haben wir was. Ah, ne. Nämlich hier sieht man ja hier Uhr, ne? Und so. Ich hab zwar schon wieder die Reihenfolge vergessen, ist mir aber wurscht. Ich will, dass wir nur 2 anfingen. Jetzt heilen wir uns. Und sagen. Ja, gut. Jetzt ist irgendwo ein Zombie-Globe aufgetaucht. Hier. Ja, schade. Aber das bringt ja auch ein bisschen Erfahrung und vor allem Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Was ist das? Ja, ich sag das. Ich finde das nicht so nett, dass sie mich hier vernichtet. Lass das bleiben. Nein, tun wir nicht. Wir müssen das tun im Namen. Das ist unsere heilige Pflicht. Tut mir leid. Gewonnen. Nee, die bringt sogar ordentlich Cash. So, was machen wir mal? 2, 10? Ja. 6? Ja. 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 Nein, schade. Dann was? Hui, 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 hui. Hurra! Was ist jetzt passiert? Ah, so. Cool. So, und jetzt nochmal hier ein Vieh vernichten, was hier aufgetaucht ist. Hier. Guten Tag. Und nehme ich immer ein neues Vieh, wenn man einen Fehler macht. Und dann muss man gegen alle gleichzeitig kämpfen. Das ist auch nicht empfehlenswert. Kriegt zwar noch ordentlich Cash und so, aber. Ich will da mein Glück nicht herausfordern. Die sind ja so schon schön stark. Und tschüss. So, jetzt will ich wissen, was wir da freigelegt haben. La, 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 la. Hier unten war unser schimmeliger Freund, ne? Danke, meine lieben Freunde. Guten Tag. Da René. Ist nicht witzig. So, hier nuf, hier nuf, hier nuf. Oh, ein Obes, wie süß. Guten Tag, Obes. Oh, mein Knochen bringt mich um. Du bist doch schon tot. Was? Bist doch schon tot. Was? Versteh den Jungen, spende dich. Oh, habt ihr ein Aspirin für mich? So was Ähnliches hier, die ewige Erlösung so reichen. Okay, tschüss. Das kribbelt. Oh. Das Gatter ist verschlossen, ich sehe keine Möglichkeit, es zu öffnen. Ach, du kannst gar nichts. So, hier geht's weiter. Und erstmal die Truhe. Vampirspalter gefunden. Hey. Cool. Ja, geht's weiter? Gut. Kann das dieser der hier gebrauchen? Hier, oh, einmal frei. Heulendes Elend. Betrachte dich gleich als totes Elend. Ich bin doch schon tot. Ja. Hui. Oh, geil. Das ist ein sehr guter Fang, den wir hier gemacht haben. Einmal frei. Verrecke. Das erleichtert die Sache der allgemein. Super, jetzt ist nur die Frage, was machen wir als nächstes? Der Durchgang nach oben ist irgendwie verbaut, hier komme ich nicht raus. Warum? Hier kommt da raus. Ach, das da oben steht die Mauer. Die Mauer muss weg. So, gehen wir wieder schlafen bei uns daheim. Hier.
Julie, Julie. Ja, Julie, du bist ein liebes Hündchen. Jo, das bist du, ja. Du bist so süß. Ding, da, lam, dum, dam, dam, dam. Hurra. So. Und tschüss. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ein bisschen zocken. Schildkröten zocken. Vielleicht schaffen wir ja heute mal hier und so. Hi. Hallo, da seid ihr wieder. Wie kann Roncalo Di Paoli, Held und Abenteurer, euch aus dem Fall zu helfen? Ich habe auch schon euren Vater kennengelernt. Es geht ihm sehr schlecht, vielleicht solltet ihr mal bei ihm vorbeischauen. Er will Geld von mir. Kann ich ja verstehen. So dumm auch, dass ich alles verspielt habe. Ein kleiner Tipp aus meinem Abend. Lehrbuch für Abenteuer erscheint nächstes Jahr. Ich muss mal kurz die Aufnahme pausieren. Verzeihung. So, weiter geht's. Verzeihung. Das sind so Störfaktoren von außen. Also, ein kleiner Tipp aus meinem Lehrbuch für Abenteurer erscheint nächstes Jahr. Erscheint nächstes Jahr. Wenn du von deinem Abenteuer nach Hause kommst, natürlich mit Gold beladen, gehe niemals zum Schildkrötenrennen in Düsterbrook. Naja, an der Formulierung muss ich noch feilen, aber ansonsten passt das schon ganz gut. Habt ihr wirklich alles verspielt? Bis auf den letzten Taler und meinem armen Vater habe ich nicht einen Silberling abgegeben. Hört mal, Roncalo. Ihr braucht Geld und wir einen geübten Schwertarm in unserer Truppe. Dort, wo wir hingehen, gibt es massig Geld und es ist für eine gute Sache. Ihr würdet mich nehmen? Prima, ihr braucht mich auch nicht weiter einzuweihen. Zeigt mir einfach, wo ich hin nicht sagen soll. Super. Guten Tag. So. Zweihänder. Plattenpanzer. Eisenhelm. Cool. Hallo, wie sieht's aus? Wollt ihr eine auf einen unserer Schildkröten setzen? Jawohl. Michelangelo hier. Jetzt geht's los. Ah, mach vorne, vorne, vor, 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 vor. Ja! 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 Hurra. Tschüss. Na, ja, das. Huch! Ein Rüttel Knochenmänner, da bleibe ich erstmal in Deckung lieber. Hm. Zwei Männer, eine Rothaarige und ein Hund. Kommt schon, wir wissen, dass sie die Stadt betreten haben. Und so leicht ist es eingespannt, ja nicht zu übersehen. Wir haben euch eure Antwortpreise gegeben. Niemand hier im Saal hat diese Leute gesehen. Gut, Latzelantin, wenn ihr auf eure Aussage besteht, sollte sich jeder herausstellen, dass ihr gelogen habt. Ich weiß, was dann passiert. Seid ohne Sorge. Was? Vorwärts, Leute. Hier gibt es nichts. Regen ab. Hm. Ich hatte bereits geahnt, dass ihr etwas gegen den Herzog habt, wagte aber noch nicht, euch direkt anzusprechen. Unvorsichtigkeit hat jetzt von manchen das Leben gekostet. Ich will auf die Düsterburg und den Blutsauger den Chaos machen. Kannst du mir dabei helfen? Ich denke ja, aber das will ich nicht in der Öffentlichkeit mit dir besprechen. Wir treffen uns morgen in Wangs Waffenladen. Schlaf dich aus, das wird ein sehr anstrengender Tag werden. Okay. Ein widerliches Volk, diese Knochenmänner. Stinken nach Mond auf 3 Meilen gegen den Wind. Na gut, nicht. Ich habe dem, was ich gesagt habe, nichts mehr hinzuzufügen. Wir sprechen uns morgen bei Rank. Okay. La 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 la. Bevor wir bei Rank zu Rank. Wir gehen erstmal zu Rank, aber nur um Waffen zu kaufen. Eventuell.